Ich grüße euch, Freunde des Sentitus, und willkommen zurück zu Dead by Daylight. Heute möchte ich euch einen kleinen Fun-Perk-Build vorstellen. Und ich habe auch die anderen Videos, wo ich Perk-Builds vorstelle, in eine eigene Playlist gepackt. Die Playlist heißt zurzeit Perk-Build. Am Namen arbeite ich gerade noch. Kann sich also nochmal ändern, auf jeden Fall. Da findet ihr jetzt in Zukunft alle Videos, die mit Perk-Builds zu tun haben. Und das soll einfach so ein bisschen die Suche erleichtern, weil man möchte ja vielleicht diese Builds auch mal nachspielen. Egal ob ernsthaft gemeinte Builds oder Fun-Builds. So, wir schauen in den Fun-Build rein. Und ich taufe diesen Fun-Build den Palettenbrecher. Ich spiele das Ganze mit Bubba, weil ich habe einfach ein bisschen Spaß an Bubba. Und wir spielen mit Nemesis, Zorn des Gespenst, brutale Stärke und beständig. Was machen die Perks der Nemesis? Wenn ich gestunt werde oder geblendet werde, geht glaube ich auch, dann wird der das tut, Ziel meiner Besessenheit, ohne erhält den Statuseffekt ahnungslos, also er nimmt den Terrorradius vom Killer nicht wahr. Dann Zorn des Gespensts, wenn ich zwei Paletten zerstört habe und ich dann nochmal durch eine Palette gestunt werde, dann tut der Entitus diese Palette direkt zerstören. Dann brutale Stärke, ich kann Wände schneller zerstören, Paletten schneller zerstören und Generatoren schneller runtertreten. Und beständig, wenn ich betäubt werde durch eine Palette, dann ist man in so einer Animation und diese Animation ist um 50% verringert. Dann nehme ich noch was für die Blutpunkte mit, natürlich ein schönes Chili und die grässliche Kette, damit die Leute auch zerfleischt sind und sich länger heilen müssen. Bin mal gespannt, wie die Runde gleich so läuft. Ich nehme das Ganze nicht so ernst, also ist es mir relativ egal. Ich werde jetzt nicht toxisch werden oder sickig, so wie im Doktor-Video. Aber zu dem Thema kommt auf jeden Fall auch noch mal was. Ich starte die Runde und wir sehen uns gleich, wenn es losgegangen ist. Und da sind wir auch schon in der Runde. Familiensitz wurde sich gewünscht von den Survivern. Hier gibt es zahlreiche Paletten und mal gucken, wie der Palettenbrecher-Bild arbeitet. So, ich gehe erstmal hier an die Wand und die schon mal eintreten. Und dann suchen wir uns mal ein paar Survivor. Wir haben jetzt schon eine Obsession. Wenn ich jetzt keine Obsession gehabt hätte und ich wäre gestunt worden, dann hätte der Perk Nemesis eine generiert. Ich denke mal, die Claudette hat einen Entscheidungsschlag dabei. Ja, moin. Die haben wir. Zack. Und dann kicke ich erstmal den Jen. 1, 2. Dann heben wir die gute Dame hier einmal auf. Ich habe halt keine Jen Protection. Und ich weiß, dass hier eben jemand war. Nämlich die andere Mac. Aber die scheint nicht mehr da zu sein. Gucken wir kurz hier rein. Nichts. Man muss mit allem rechnen. Und die haben schon den ersten Gen durchgerasselt hier. Da ist die Claudia. Moin, Claudia. Oh, Kettensäge. Zack. Da wurde gerettet. Wir nehmen die Claudia aber mit. Die kriecht sehr schnell. Ah, im Keller schaffe ich es, glaube ich, nicht. Will ich nicht riskieren jetzt, deswegen hier hinten an den Haken. So. Ja, leider kein Barbecue da, ist eine Krähe hochgeflogen. Hier ist also jemand schon close. Oder war die hier oben hochgeflogen? Es sah sehr close aus bei mir eben. Der geht noch zurück, okay. Ja, da, ne, Nia, am Crouchen. So, jetzt muss man... Dann wollen wir mal weiter jagen. Und vielleicht mal die ein oder andere Palette breaken. So, die ist mir auch schön. Zack. Ich habe auch einen Hammer. So, komm.
Wir disrespekten natürlich die Paletten. So. Jetzt ist sie natürlich ahnungslos auch. Da haben wir sie wieder. Oh, wir gehen hier rum. Was haben wir hier? Es ist LT-Wall, ne? Ja. Dead Heart. Vaulted. Zack. So, die Nia haben sie, sich wieder geheilt da hinten. Das ist okay. Manchmal kann man auch die Leute einfach liegen lassen. Und dann wen anders jagen. Einfach ein bisschen Druck auch aufbauen halt. Auf die Überlebenden. So. Da sitzen sie am Generator. Haben mich schon gehört. So, die ist hier weggelaufen. Zur... Nanu? Wo ist die denn? Alles da hinten läuft sie. Alles voller Kratzspuren hier. Wurde gerettet. Da läuft sie. Das ist die, auch eine Mech, glaube ich. Ja, wir haben zwei Mechs in der Runde. Ah. Na, nicht frech werden jetzt, Mech. Ah, was nun, ne? Zack. Wunderbar. Schön gestrifft mit der Kettensäge einmal mitkommen. Du warst ganz schön frech mit deiner Flashlight hier. So, komm mal ran. So, sehr schön. Ah, als ob ich es nicht gewusst hätte, ne? Hallo Mac, ich sehe dich. So, wir wollen die Palette wieder disrespekten. Zack. Hat sie gut gemacht. Ah, da war ich ein bisschen zu nah. An der Wand. Und wir treten den Gen. Ah, die ist weg. Ah, da ist sie wieder. Ha. So, haben wir hier ein paar Paletten, die wir disrespekten können. Oh, schade, ich dachte, da wäre eine und sie hätte gewartet. Zack. Ich denke mal, wir haben ganz gut Druck aufgebaut schon hier. Deswegen packe ich jetzt nicht für alle Situationen die Kettensäge aus. Ah. Hier ist eine Palette zum Disrespekten. Wir laufen einfach stumpf hinterher. Zack. Und haben wir dich. Der Pellet Breaker zugeschlagen. Ah, da hinten ist ein Gen. Jetzt sind sie doch ein bisschen fleißig hier. 1, 2. Ah, die machen jetzt primär die Gens. Müssen wir uns immer mehr aufs Gen-Deffen konzentrieren. Und die ein oder andere Jagd vielleicht sein lassen. Da kommt die Clodia, wir retten. Die fangen wir natürlich ab. Oh ja, danke. So, ich muss nämlich jetzt einen rauskriegen. Mal so ein bisschen dirty spielen, schadet nicht. Ich habe jetzt gedacht, die Nia wäre wieder zurückgegangen. Aber ist sie nicht. Da kommt jemand. Hallo. Clodia. Zack. Ja, ich denke, die Nia haben wir. Die Nia, sage ich, die Mac. So. Gut, ich wollte jetzt nicht so ein bisschen. Also, ich wollte es nicht so schwitzig spielen, aber ihr seht schon, die legen hier eine Schippe drauf. Und ich möchte den. Natürlich. Auch ein bisschen was bieten können.
So, Balance, nicht. Zack. Denn ich habe ja wie gesagt keinen Gen Defense hier auf dem Perkbild. Der ist ja primär nur gegen Paletten. Deswegen muss ich da ein bisschen mehr das Auge drauf haben. So. Deswegen gehen wir erstmal hier gucken. Hier können wir was runtertreten. Eins, zwei. Und dann gehen wir da hinten gucken. Der war vorhin nicht mehr angefasst. Deswegen gehen wir mal hier hinten gucken. Und die Nia könnte, also ist ein kleines Problem. Sag hallo Mac. Ach, guck mal, da läuft sie. Ja, hallo. Wolltet die? Ja, die wolltet. Und zack. Der Gen ist auch nicht an. Okay. Ja, die Nia hat die Klödia gerettet, aber diese Mac hier ist auch raus. Glaube ich. Ja, da haben wir die Macs, haben wir beide rausgenommen. Natürlich auch ohne Barbecue hier und so, ne, muss man alles ein bisschen oldschool machen. Man darf sich aber auch nicht zu sehr immer auf Perks verlassen. Das werde ich aber in den zukünftigen Video auch nochmal anreißen. Perks sollen einem ja unterstützen, ein bisschen helfen. Man sollte sich aber auch nicht zu sehr nur auf diese Talente stützen. Ich wollte gerade sagen, jetzt find die mal. Ohne einen Perk, aber da hinten habe ich die Klödia gesehen. Wie gesagt, die Nia mit ihrer städtischen Umgebung könnte ein Problem sein. Die Hatch ist auf jeden Fall schon gespawnt. Und Klödia hier ist dead on hook, glaube ich. Zack. Ah, da ist Nia. Ah, hat sich verraten. Ich habe nämlich gerade den Generator gehört und dachte mir, oh, was geht da ab? Und da läuft sie schon. So, die ist noch full life, das heißt Kettensäge. Na, die hat aber auf jeden Fall Balance dabei. Ist auch ihr eigenes Perk. Ah, verdammt, ich habe gedacht, den Hit kriege ich nur nachgelegt. Aber den war nicht so. So, jetzt kriege ich dich aber. Zack. Ich weiß, wo die Hatch ist, das heißt, alles easy. Außerdem ist das der erste Hook auf der Nia. Ah, Klödia, hallo. Bist du zum Haken gekrabbelt? Sehr schön, danke dir. Kommst du ja auch hier dran. Eine schöne Runde war das auf jeden Fall. Wir haben nochmal gut die Generatoren gemacht. Hat mir besser gefallen wie die Doktorrunde von neulich. Ah, schade, ich habe gedacht, ich krieg die Punkte noch für die Luke schließen. Erbarmungsloser Killer mit dem Palettenbrecher-Bild. Es war Double Pip. Ich glaube sogar mein erster Double Pip als Killer seit dem Skill-Based Matchmaking. War eine schöne Runde, hat mir gut gefallen. Der Perk-Bild, auch wenn es nur ein Fun-Bild ist, hat mir auch sehr gut gefallen. Gerade auf Bubba richtig schön gewesen. Wenn es euch auch gefallen hat, dann Daumen nach oben da lassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, so verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Wer möchte, kann mir auf Twitter folgen, Link wie immer in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, wir hören und sehen uns im nächsten Video. Bis dann!